Ich stelle euch heute ein Zahnrad vor und wie ihr mit dem euren Gardena 380 Li optimieren könnt für ein nahezu perfektes Schnittbild, das seht ihr heute bei Perfect Green. Herzlich willkommen. Ich habe in meinen letzten Testvideos über den Gardena 380 Li habe ich ihn stark kritisiert, dass die Spindel zu langsam läuft und er somit ein Rippchenmuster in meinen Rasen reinmacht. Und genau dieses Problem habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie man es lösen kann. Ich habe natürlich eine Lösung gefunden, die präsentiere ich euch heute. Und es bedarf wirklich nur um die 20 Euro und etwas handwerkliches Geschick. Und ihr könnt aus dem Gardena wirklich einen nahezu perfekten Mäher machen und das Schnittbild ist wirklich sagenhaft gut. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung als Link. Und ich hätte einfach gesagt, legt mal los. Ich zeige es euch Schritt für Schritt, wie es funktioniert, auf was ihr achten müsst. Und am Ende des Videos habt ihr wirklich einen nahezu perfekten Mäher. Und viel Spaß. So, wir suchen uns erstmal die Seite, wo der Motor sitzt. Das ist die in Fahrtrichtung linke Seite und stellen ihn einfach so rum mal hin und werden das Ganze dementsprechend hier die Abdeckung aufmachen. Da braucht man einfach kurz einen Schraubenzieher. Wir öffnen erstmal die Abdeckung, am besten geschwind mit einem Schraubendreher rein. Dann braucht ihr hier, um den Sicherungssplint aufzumachen, eine Zange. Könnt es aber auch mit Schraubendreher machen, aber funktioniert so natürlich besser. Ihr löst einfach das ganze Rad und ihr seht jetzt hier die ganze Mechanik. Zum einen mal das obere Teil, das mache ich dann auch noch runter, das brauche ich nicht. Und zwar dient das Zahnrad dazu, um den Mäher anzutreiben, wenn der Akku leer ist. Das dreht sich dann dementsprechend in dem Rad. Und das mache ich aber weg, weil, wie gesagt, das benötige ich nicht mehr, denn sonst hätte ich keinen Akku mehr kaufen brauchen. Ihr macht hier auch wieder den Sicherungssplint auf und dann kommt ihr eigentlich schon an die ganze Mechanik ran. Kommt ihr an die Mechanik ran und zwar wird hier durch den Motor wird ein Zahnrad angetrieben und treibt wiederum über einen Zahnriemen die Spindel an. Und jetzt nutzen wir einfach die Gesetze der Physik und machen hier ein größeres Zahnrad drauf. Und je größer hier das Zahnrad ist, desto mehr Umdrehungen bekommt die Spindel auf dieser Seite, obwohl der Motor nicht mehr bzw. nicht schneller dreht. Ähnlich wie beim Fahrrad auch, wenn ihr da in einen höheren Gang schaltet, wird hinten das Zahnrad kleiner oder vorne dementsprechend größer und genau das machen wir jetzt. Beim Zahnriemen runtermachen müsst ihr einfach hier ein bisschen dran ziehen und auch allgemein immer ein bisschen dran drehen und nach oben ziehen. Vorsicht auf die Finger, dass ihr die nicht einklemmt, das merkt ihr gleich. Das tut nämlich ziemlich weh. Und einfach immer kräftig dran ziehen und etwas weiter drehen und dann seht ihr schon, wie der ganze Riemen runterkommt. Und jetzt haben wir es. So. Das ist der alte Riemen, der kommt weg. Da bestellt ihr euch einen neuen Riemen, einen größeren. Das ist jetzt ein 375er Riemen, der hat 350. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind die Links dazu alle drin. Wir nutzen jetzt das Originale und gehen dann her und drucken uns mit einem 3D-Drucker einfach ein Plastikzahnrad, ein Kunststoffzahnrad, das innen perfekt passt und außen natürlich auch. Je nach 3D-Drucker und je nach Kunststoff, das ihr verwendet, kann sein, ihr müsst noch leichte Anpassungen vornehmen. Und das muss ich jetzt hier auch machen, weil es sind wirklich nur Zehntel Millimeter, wo es nicht passt. Und da gibt es aber auch einen Trick, damit das Metallzahnrad auf dem Kunststoff dementsprechend fest drauf sitzt und auch hält. Das Ganze wird dann nachher so wieder festgemacht mit einem großen Zahnriemen und dann ist eigentlich schon fertig. Aber wie wir das jetzt anpassen, das zeige ich euch kurz.
Wir gehen jetzt her und nehmen einen Heißluftföhn und machen das Metallstück heiß und pressen dann das heiße Metall in den Kunststoff rein. Der schmilzt und passt sich dann perfekt an. Für das Ganze bitte Handschuhe anziehen. Denkt dran, wenn ihr es mit dem Heißluftföhn heiß macht, dann ist es wirklich heiß. Und nicht, dass ihr euch da verletzen solltet. Ging mir nämlich auch schon so. Kurz nicht aufgepasst und schon tat's weh. Okay, das Kunststoffteil am besten weit weglegen, dass es nicht schmilzt. Und das Ganze dann einfach gut heiß machen. Das Ganze macht ihr jetzt wieder raus und macht es einfach nochmal. So, das war's schon. Das Ganze ist noch sehr heiß. Ihr drückt es jetzt einfach voll durch. Und dann lasst ihr das Ganze einfach abkühlen und könnt den restlichen Kunststoff hier entfernen. Und dann hält das Ganze auch, ohne dass es gleich wieder rausrutscht. Wenn es rausrutschen sollte, einfach ein bisschen Sekundenkleber und dann funktioniert das Ganze trotzdem. Bei der Montage ganz einfach, ihr ersetzt einfach den alten 350er Riemen und ersetzt ihn durch einen 385er. Das habe ich glaube vorhin falsch gesagt, das ist ein 385er und kein 375er. Aber wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Gut, jetzt könnte nur der Riemen anhand der Fliehkraft, wenn ich das Ganze jetzt drauf mache, könnte der Riemen anhand der Fliehkraft nach oben wegwandern. Nach unten kann er nicht, da ist der Rahmen, hier kann er hoch. Wenn ihr das Teil hier dran lasst, habt ihr keine Probleme, dass er nach oben geht, weil er hat hier, das Zahnrad hat hier eine Kerbe drin, eine Kante und da kann er nicht nach oben wegrutschen. Ich mache dieses Zahnrad allerdings weg, denn das war auch der Grund, warum er schwer zu schieben geht, denn das muss natürlich mit angetrieben werden, wenn ihr lauft und deswegen mache ich das Ganze weg. Ich mache es auch auf der anderen Seite auch noch weg, es sind zwei Antriebe und da gehe ich jetzt einfach her und klebe mir hier, weil der Zahnriemen, wie gesagt, der könnte jetzt theoretisch nach oben rutschen, er ist ein Tick lockerer gespannt als der originale. Da macht ihr einfach, druckt ihr euch einen Kunststoffring, die Druckdatei ist auch wieder in der Videobeschreibung und das klebt ihr einfach auf das Kunststoffzahnrad drauf. Einfach hier draufkleben, auch wieder mit Sekundenkleber und so verhindert ihr, dass der Riemen runterrutscht. Und das war's dann eigentlich schon. Und schon habt ihr einen modifizierten Mäher. Und das Ergebnis, hätte ich gesagt, schauen wir uns gleich an. Bevor wir jetzt das Ganze schließen, damit die Räder einfach besser laufen, mache ich hier in diesem Bereich noch ein bisschen Fett hin und dann mache ich das Rad drauf. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Und wie gesagt, ich habe auch auf der anderen Seite dieses Zahnrad, wo die Räder oder wo angetrieben wird, wenn die Räder geschoben werden. Die habe ich weggemacht und jetzt kommt einfach alles wieder drauf. Und der Spannring noch festgemacht. Und dann war es das eigentlich schon. Und jetzt
wird das Ganze dementsprechend leichter laufen. Ihr seid bestimmt schon auf das Schnittergebnis gespannt und das kann ich euch schon mal sagen, das ist der Wahnsinn. Das Ding ist wirklich extrem gut, aber euch wird bestimmt auch interessieren, wie schnell dreht denn die Spindel jetzt schneller. Umgerechnet, ausgerechnet sind es exakt 62%. Und was das bedeutet, das zeige ich euch einfach mal anhand von der Slow-Mo. Ich habe eine Slow-Motion gemacht mit achtfacher Verlangsamung Serie. Die blende ich euch jetzt ein. Und wie ihr ganz klar erkennen könnt, man sieht, ich habe da extra ein Klebeband hingemacht und man sieht das Klebeband, wie es deutlich, also man sieht die einzelne Spindel, wie sie deutlich sich bewegt und man kann ihr noch gut folgen. Im nächsten Video seht ihr meine getunte, meine optimierte Spindel mit 62% mehr Drehzahl. Ich habe das Ganze genauso verlangsamt, achtfach verlangsamt und schaut es euch einfach an, auch wieder mit dem Klebebandprinzip. Und da könnt ihr nicht mehr dem Klebeband folgen. Ich denke, das sieht man eindeutig. Ihr werdet jetzt beim Mähen merken, da ist etwas anders. Die Spindel dreht sich so schnell, dass der Grasabschnitt über den Fangkorb drüber geworfen wird. Und somit wäre jetzt der Fangkorb überflüssig. Doch ich habe mir da auch Gedanken gemacht und habe da auch eine Lösung gefunden. Sie ist wirklich sehr einfach, sehr primitiv, die Lösung. Sie funktioniert aber sehr gut. Kostet nur 6 Euro und die zeige ich euch natürlich auch noch kurz. Die Lösung für das Problem ist ganz einfach. Ihr geht einfach in den Baumarkt, kauft euch ein Aluminiumblech. Was hat das? Circa einen Millimeter, halben Millimeter. Kostet wie gesagt 6 Euro. Und schneidet euch zu, bearbeitet ein bisschen die Kanten hier, dass es nicht mehr so scharfkantig ist. Schön mit der Flex oder so oder mit dem Schleifer. Dann löst ihr diese Schrauben hier minimal, wirklich nur minimal. Hier und hier ist eine Schraube, eine Torx-Schraube, die löst ihr. Und dann ist eigentlich schon soweit fertig und schiebt das dünne Blech einfach hier drunter. Jetzt könnt ihr entweder es so lassen, dann könnt ihr es jederzeit wieder wegmachen oder ihr macht die Schrauben wieder hin und hier könnt ihr jetzt einfach das Blech etwas biegen und so habt ihr automatisch eine Auswurfklappe, die euren Grasabschnitt regelt, wie weit er denn werfen soll. Und wenn ihr jetzt mulchen solltet, dann bekommt ihr eigentlich den kompletten Mulch ab und deswegen dann könnt ihr das einfach noch weiter nach unten biegen, so dass dann gar nichts mehr rauskommt, beziehungsweise nichts mehr auf die Füße kommt. Und funktioniert wirklich tadellos sehr gut. Und ich hätte einfach gesagt, wir mähen mal eine Runde, ihr dürft dabei zuschauen und ich zeige euch nachher noch das Schnittbild. Das Schnittbild ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich sehe wirklich keine Rippchen, das bei meinem Rasen. Die Spindel, die dreht so verdammt schnell. Richtig, richtig cool. Es lohnt sich definitiv. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Total genial. Die Schnipsel sind auch extrem klein und fein. Ihr braucht eigentlich gar keinen Fangkorb mehr. Ihr könnt auch direkt mulchen. Also Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Auch das Fetten und das Entfernen von den Zahnrädern in den großen Rädern hat sehr viel gebracht. Er lässt sich wirklich sagenhaft gut schieben, sehr leicht schieben, ohne große Anstrengung. Ich muss echt sagen, ich bin total begeistert. Ich bin sehr zufrieden jetzt. Und jetzt sind auch wirklich die Schwächen, was er hatte mit dem schweren Schieben, mit der langsamen Spindel, die sind behoben, die sind weg. Von dem her absolut genial, das Ding. Bekommt von mir wirklich Bestnote, das Gerät, und das passt soweit.
Wie lange es natürlich hält, kann ich euch nicht versprechen. Es ist Kunststoff. Vielleicht habt ja auch ihr die Möglichkeit auf eine Fräse CNC. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Einfach aus Alu, das Teil aus Alu machen, das wäre natürlich perfekt. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, alles, was ihr dazu benötigt, steht unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und würde mich auch sehr freuen, schreibt einfach in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind und wie ihr generell den getunten Mäher findet. Das wird uns, wie gesagt, sehr freuen. Uns wird auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet bei Perfect Green. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss.